Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Life is Strange 2, immer noch mit Leo. Mhm, ja, toll. Ja, wunderbar, ich drücke auf Fortfahren. Endlich Episode 4. Mhm, richtig Bock. Stell mal vor, wir hätten jetzt wie immer 3 Monate warten müssen oder so. Das wäre so schön. Das fände ich wirklich sehr bedauerlich, wenn wir 2 Monate warten müssen bis zum nächsten Mal. Ja, ne? Mann. Das hätte ich ja vor Spannung nicht ausgehalten. Ich wüsste nichts Besseres mit meiner Zeit anzufangen. Oh Gott, nein! Jetzt verpiss dich doch mit deinem Once Upon a Time Wolf-Geschichten-Scheiß, Alter. Mit Papa Wolf, ja, ja. Hätten wir Oliver euch erschießen sollen. Hätten wir schon hinter uns. And they had to go on the run. Langweilig. That's when the big brother discovered. Leo, das ist Kunst, sei jetzt ruhig. That the little one was not an ordinary wolf, oh Gott. But a super wolf. Ein Superwolf. Das ist doch der gleiche Scheiß, den er sonst auch immer erzählt. Ja, aber das wird jetzt ergänzt. Statt das ist einfach so. Wer fängt denn in der 4. Episode an und weiß nicht, was davor passiert? Naja, wegen der langen Zeit, Leo. Lange Zeit am Arsch, Alter. The brothers. Kannst du das nicht skippen? Die kennen doch die Wolves. Unfortunately, the hunters were hot on their trail. Hast du jetzt gerade Musik angemacht? Was? Nein. Alter, sag mal, Leo! Jetzt mal ein bisschen mehr Professionalität. Ich hab keine Musik an. Ja, ja. Ja, ja. Plötzlich die fröhliche Dudelmusik im Hintergrund. Ja, ja. Und du warst wieder nicht zu hören. Erzähl mir nichts. Ich hab keine Musik angemacht. Ja, ja. Mach mal das Spiel aus, was du nebenbei zockst, verdammte Scheiße. Ich weiß nicht, was du gerade gehört hast. Ich hab keine Musik angemacht. And everybody. Hä? Ja, das besprechen wir später. Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Bei mir kam gerade keine Musik. Okay. Hm? Aber ich kann welche anmachen. Nee. The little wolf was more and more confident and independent. The big brother hooked up with a cool she-dog. Gott. They had their own adventures. Oh Gott. Suddenly. The main farmers who owned the land try to hurt the brothers. Ja, ja, warum wollten sie das? Oh warte ja, mal. Die wollten sie verletzen. Oh, die kamen einfach böse und wollten euch verletzen. Weil die böse sind und die Bösen tun sowas, hm? The big brother was badly selbstreflektierte Wahrnehmung. And worse. He didn't know where the little cub was. Oh, jetzt sind sie getrennt. Daniel ist geflüchtet. Oh mein Gott, wir sind denen erstmal los. Das wäre ja so schön. Hoffentlich finden wir ihn nie wieder. Man wird ja noch hoffen dürfen, oder? Aber wirklich. So, vielleicht in der Endsequenz. Da darf er nochmal durchs Bild springen. Aber ansonsten bitte nicht. Ja, genau. Er winkt einfach in den alten Credits. Genau. Guckt er so mit dem Kopf einmal von der Seite so: Hallo! Daniel ist auch noch da! Also realistisch gesehen müsste Sean ja jetzt im Krankenhaus. Oder, oh Gott, oder wir spielen jetzt Daniel. Och nee. Weil Sean verletzt ist. Oh Gott, bitte nicht. Ach, ein Glück. Oh Gott. Aber nee, Moment, das ist ein Flashback. Ja, ich hab gedacht, er hat wieder normale Haare. Ja, aber das ist ein Flashback, weil so... Nee, glaube ich, nee. Oder es ist keiner. Zeig uns mal das Auge. Nee, ist ein Flashback, die haben die alten Klamotten an. Hey, Sean. Oh, die mit ihren scheiß Flashbacks, gell? I'm sorry. Man muss ja Spielzeit füllen. I didn't mean to. It was a bad idea. Daniel. No way. It's all good. Ich hasse dich zwar, aber ist egal. Wish we didn't go along with Finn. Even though I wanted to. Liegt Sean im Koma und fantasiert okay, das gerade? You're my brother. And that's all that counts. So, why don't you come and get me? I'm alone, Sean. I don't know what to do.
Voila, Krise. I'm scared. Jetzt von hinten einmal in den Rücken treten. Oh, don't get so close to that edge. Aber wahrscheinlich würde sich wahrscheinlich retten. Come and get me. Yes, I swear. Mach's gut. Ja. Schade. Die haben ihm die Drecksfrisur abgeschoren. Gott sei Dank. Ach, schade. Endlich keine Wurst mehr auf dem Kopf. Im Krankenhaus im Norden Kaliforniens. 2 Monate. Ach du Scheiße. Fuck. Daniel. Oh, can't even focus on the page. This sucks ass, man. Ja, das lesen wir jetzt hier nicht. Oder? Ja, als ob er voll die Probleme hat mit dem Zeichen, wenn er nur noch ein Auge hat. Stimmt, das könnte ja sein. Könnte das sein? Tiefenwahrnehmung ist ja nicht mehr so gut. Ja, aber er malt ja auch ein Blatt Papier. Ja, gut. Stimmt auch wieder. Na, ich sag mal so, wenn du gerade dein Auge verloren hast, musst du dich ja erstmal dran gewöhnen, dass du ein eingeschränktes Sichtfeld dann hast. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das schwierig ist. Ja, nur wenn du schon bist. Hier, er kann doch nichts fangen. Perception. Ja. Scheiße. Goodbye, Sports. Och. Oh, das ist nicht gut. Cassidy Spring. Ich wollte gerade sagen, wer ist denn Cassidy? Cassidy hates my guts now. Oh mein Gott, das müssen wir lesen. Wenn... Oh mein Gott. Soll ich lesen oder möchtest du? Ich kann so lesen. Okay. So, schöne Frauenstimme. Hm. Mann! Oh Gott. Oh Gott. Okay. Fahre fort. Okay. Ja, ja. Okay. Ja. Oh nee, Alter. Ich glaube, ich muss mich muten, ich muss lachen. Oh. Scheiße, dieses Geräusch, das ich jetzt im Kopf habe von dieser Stimme, das finde ich jetzt gerade so witzig. Ich versuche es trotzdem so zu reden. Schon! Ich habe nicht viel zu sagen, also sage ich es hier. Ich habe 1 Monat gebraucht, nur um das hier zu schreiben. Die Bullen und Ärzte erzählen mir nicht, was mit dir und Finn vor sich geht, außer dass ihr verletzt wurdet und in Polizeigewahrsam seid. Da habe ich den Krankenhausnamen mehr. Sie haben mich, Hannah und Penny, befragt, in Klammern ausgequetscht und uns gehen lassen. Ihr zwei hattet nicht so viel Glück. Oder vielleicht habt ihr es verdient. Hey, ich bin angepisst von dir, dass du unseren Scheiß versaut hast. Unsere Straßenfamilie ist irgendwie zerfallen. Ich weiß, dass Finn den Mist angefangen und der hier manipuliert hat, ihm zu helfen. Doch du hast gelogen und mich ausgenutzt. Wofür? Daniel tut mir auch leid. Er hat so viel Besseres verdient. Wie wir alle. Ich denke, es ist das Beste, wenn wir nicht in Kontakt bleiben. Ich und die anderen wollen sehen, ob wir weiter rumreisen können. Und von jetzt an brauchen wir keine Außenseiter mehr. Ich hoffe, dass ihr den Frieden findet, den du und Finn verdient. Cassidy. Hä? Ja, sehr schön. Wunderschön. Hä, aber. Okay. Aber den du und Finn verdient? Sollte hier vielleicht nicht einfach Daniel stehen? Weil Finn gehört doch zu denen. Ich bin ja mit Finn im Krankenhaus. Also nicht ich, sondern Jonas mit Finn im Krankenhaus. Echt, wo ist der denn? Stand doch in dem Brief. Ach so, ja gut. Wow, diese schönen. Sollen das Bäume sein? Ja, oder Vögel? Was? Sind das nicht Vögel? Ich sollte so ein Bäume sein. This must be my punishment. Was ist das, Alter? Was würdest du sagen, ist dieser braune Bollen? This must be my punishment. Ein Keks? Ja, ein Keks oder ein Brötchen. Haferkeks oder so ein Brötchen oder sowas. Keine Ahnung. Ich glaube, wir sollen TV ansehen, weil sonst. Yay. Stupid reality shows. Ja, sei ja froh, dass du einen Fernseher hast, Alter. Ich jetzt mal heul doch. Ich würde den ganzen Tag nur Asi-TV gucken. Ja, aber sowas von. Und dann aber laut immer grölen. dazu. Guck mal, das Alter, das Sichtfeld. Tatsache. Ach, schön. Junge.
mach schneller. So hard to focus. Gotta practice way more. Boah, gleich in dieser heulerischen Stimme, ne? Up. I guess that's an okay start. But I can keep going. Oh, ist doch wieder wie früher. Perfekt. Sieht doch eins aus. Ja. Gitterstäbe zeichnen oder Treppe zeichnen. Gitterstäbe. Hä? Knast. Meine Zukunft. Der ist echt so. Meine sind doch wunderschön. This room feels like a prison. Ja, dann hättest du mal nicht so viel Blödsinn gemacht. Das ist echt so. Wärst du mal nicht eingebrochen, du Idiot. Mhm. So, kann ich jetzt endlich mal aufstehen hier oder irgendwas machen? Oh, noch mehr Briefe. Oh. Maybe I should have let Daniel help Steven. Mhm. Lesen. Wer schreibt das hier? Claire und Steven, das sind ja die Steffen. Das sind ja die Großeltern, ne? Steven. Okay. Sean, wir sind dankbar zu hören, dass du in Sicherheit und wach bist. Die Polizei hat uns kontaktiert, als sie dich bewusstlos im Humboldt Country in Humboldt Country gefunden haben. Wir wollten die Polizei gefunden haben. Die Polizei hat uns kontaktiert. Als sie dich bewusstlos gefunden haben. Ach so. Hat. Okay, hat. Ja, eigentlich müsste es hat. Ach, ist doch scheißegal. Ja. Weil die Polizei ist ja ein Singularwort. Ist ja auch egal. Wir wollten dich im Krankenhaus besuchen, doch Steffens Bein musste sich noch von seiner Operation. Ach, hätte nur jemand den Schrank hochgehoben, dann wäre das nicht passiert. Ja, ja, wir haben unser Bestes versucht, ja. Nee, wir haben aber einen Mehr ging nicht. Aber wir haben Fehler gemacht, guck mal hier. Er kann endlich wieder laufen. Fuck, der sollte doch verkrüppelt sein. Nee, wir haben keinen Fehler gemacht. Wir haben halt Daniels Kraft halt nicht eingesetzt. Naja. Aber in der Hoffnung, dass der Opa nicht mehr laufen kann danach. Ja, gut. Oh Gott, dieses Spiel bringt das Schlimmste in mir zum Vorschein, ne? So, wir möchten auch, dass du so schnell wie möglich wieder gesund wirst und die Ärzte sagen, dass du nach diesem Koma stärker denn je bist. Nur mit weniger Gehirnzellen, die dir alle abgestorben sind, aber ist egal. Und weniger Augen. Genau, und einem Auge weniger, aber hey, auf dem zweiten sieht man besser. So, das Wichtigste ist es jetzt, Daniel zu finden. Wir helfen der Polizei so sehr wir es können. Sie wollen wirklich helfen, ihn zu finden, Sean. Hoffentlich spiegelt sich das positiv in deinem Gerichtsverfahren wieder. Perfekt, Alter. Wir wissen, dass dies schwer für dich sein muss, nach all dem, was du und dein Bruder durchgemacht habt. Und mit der Tatsache, dass dir zweimal lebenslänglich bis Todesstrafe in Kalifornien vorschwebt. Aber ihr seid beide Tag und Nacht in unseren Gedanken und Gebeten. Jedes Mal, wenn du dieses Zeug liest und ich gerade mal kurz nicht hingucke und du dann anfängst, so ein Zeug dann einfach dazu zu erfinden, dann denke ich dann immer so kurz so, ja, warte, was? Und dann gucke ich erst wieder, dann merke ich, dass du einfach wieder irgend so Bullshit erzählst. Nein, ich habe halt einfach das Talent, die wahre Quintessenz dieses Briefes quasi zu spüren zusammenzufassen, und dann auch wiederzugeben, weißt du? Das kann halt nicht jeder. So, was sie schreibt und was sie eigentlich meint damit. So, ne? Claire und Steffen. Wir hoffen, dass du den Stuhl kriegst, dann haben wir es hinter uns. So. wir hoffen, dich so bald wie möglich in Jolina Shore zu besuchen. Pass auf dich auf, Claire und Steffen. PS, Chris bestand darauf. Chris, wer ist das denn jetzt? Das ist Captain Spirit. Ach so, ja. Ach, scheiße, der lebt noch. Fuck. Chris bestand schon wieder, darauf. Schon wieder was nicht richtig gemacht im Leben. Wir machen alles falsch. Chris bestand darauf, dir etwas zu schreiben. Es ist in diesem Brief beigefügt. Oh Gott. PPS, er weiß nicht, dass Daniel vermisst wird. Ach so, dann werden wir ihm das gleich mitteilen, damit er den Herzinfarkt kriegt, der das erledigt. That kid is a real superhero on his own. Okay. Hi, Sean und Daniel. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Mir geht's gut. Aber ich vermisse euch beide total. Das mit dem Auto war weniger gut. Es tat nämlich voll weh, als mich das frontal weggeratzt hat. Aber die Bullen haben gesagt, es ist okay und ich hätte es verdient. Mein Vater hat mir zwar danach den Arm gebrochen, deswegen muss ich jetzt ewig einen Gips tragen. Und
danach hat er mich noch den ganzen Winter in meinem Zimmer eingesperrt. Voll blöd. Doch jetzt ist Sommer und ich kann wieder spielen. Der ganze Schnee ist weg. Ihr solltet vorbeikommen und euch Beaver Creek ohne den Schnee ansehen. Ich warte auf euch. Chris und Captain Spirit. PS, wir müssen Beaver Creek vor den Sumpfkäfern retten. Oh Gott. So, schön. Ne? Ich stelle mir gerade vor, wie er einfach einen Unfall hatte. Und dann kommt einfach sein Vater raus, während er da einfach liegt, so angefahren, bricht ihm auf den Arm, weil er so ein blöder Wichser ist. Aber so den Arm wirklich so mit einmal übers Knie, weißt du? So brechen. Ja, so richtig so. Ja, einfach so. Ja, was so, hast du jetzt davon? Was hast du hier getan? Komm her, du blöder Bengel. Every other day. Ja, jetzt heul nicht. Just like prison. Kindesmisshandlung ist nicht witzig. Wir distanzieren uns von diesen Aussagen. So. Alles nur Satire, Sarkasmus und Ironie und so. So. Wir gucken jetzt. Was? Supposed to call the nurse when I'm done eating. Nee. Ich rufe jetzt Joey. Kein Bock mehr. Notfall. Ich hab Kammerflimmern. Joey. Standst du? Ja, da stand Joey rufen. Können wir Joey nochmal rufen? Asian Vielleicht heißen die im Amerika alle Joey, die da kommen. Ja, bestimmt. Das sind alles Joeys und Janes. Oder ähnlich. Ich dachte vor allem, das sei die Fernbedienung für den Fernseher. This room drives me nuts. Ich kann jetzt hier nichts machen. Was soll denn das? Ich drück die ganze Zeit so auf den Notfall. Ja, warum geht denn der Fernseher nicht an? Ich will Trash-TV gucken. Oh Gott. Das ist Joey. Oh Gott. Good day, Sunshine. Hey, Joey. Ich glaube, Joy kommt manchmal nachts vorbei, aber dann macht nur andere Sachen. Dann zieht die Bettdecke weg und guckt sich den nochmal ganz genau an. That looks like it might have been food. Oh Gott, ich hätte die Klappe jetzt. Haha. Never heard that before. Oh, somebody is in a bad mood. Sorry, Joey. Not feeling it today. I don't blame you. But maybe I got something to cheer you up. Pecans and chocolate. Ich dachte schon, der holt jetzt einen Joint raus. Ich hab auch gerade gedacht, Alter. Hey. Hier ist eine Crack-Pfeife. Ja. Any headaches? Vor allem, wie gierig er das ist. Socket pain. Was zum Teufel? No. It's all good. Well, this is your final test before. You know. Knast. Before they check you out. Check me out to Juvie. Yeah. Okay, let's see. You know Sind Sie überhaupt Arzt, Herr Joey? And just stare at the light. Kann ich auch mit Absicht an dem Licht vorbeigucken? Ich glaube, der ist nur der Bufti. Nice retina response. Okay, now. Der hätte jetzt mit dieser Lampe auf den Verband leuchten müssen. Und dann so, wow, tolle Netzhautreaktion. Du Assi. Follow the light und er einfach nur auf dem Verband. Also. I've been there before. Straining too hard. Oh Gott. Headache? Oh Gott, ist so lustig. Ach, oh, nee. Ach nee, ja, ich hab keinen Bock. Sorry. Ich guck, wo ich nicht will und ich will Fernsehen gucken, also nimm das Ding aus meinem Gesicht. Oh, ich glaube, da sehe ich was. Ja, ja, da ist das Licht. Wie er dich anguckt, Alter. Ist das gerade ein scheiß Ernst oder was, Mann? Wie der guckt. Was geht's dem Licht? Fernbedienung! Ich sehe das Licht nicht. Wo ist es denn? Joey, ich kann es nicht sehen. Oh! To see objects on your left side, you gotta turn your head more now. You're way off today. Das hätte ich aber nicht gedacht. Now try to align your pen with mine. I'll try. No rush. This is tough. Your depth perception will always be affected. So you gotta try harder. Shit. Hä? Ach so. Moment, wenn. Yeah, I know. It's hard.
Come on. Hä? Ach so, jetzt verstehe ich das. Okay. So, das machen wir natürlich schön falsch. Oh, fast erwischt. Yeah, that's enough. Too much stress on you and your eye. But remember, your depth perception will always be affected. Hm. Hat der gerade gesagt, das war here, gut? Read this. Patient entlassen. Hol mich hier raus. Ich bin ein Pirat. Patient entlassen. Hol mich hier raus. I'm a pirate without a patch. Arr. I'd be more worried okay, if you weren't such a smart ass. You can try, but you can't rig the exam, Sean. It's time we release you. Sorry. Your vision has improved a lot. Now you don't really have severe side effects anymore. Yeah. That's just great. I do have to tell them the truth. But first, let's clean this dressing. Hey, sure hope you're watching the door like your phone. Oh, come on. He ain't going nowhere. Great. All I do is watch him. Yes, true. Your job. Do you mind if we talk alone? Mind if I finish with my patient? He looks good for now, right? Just come back when I'm finished with him. Sure. Prügelt jetzt ein Geständnis aus uns raus? Das wäre so schön. I'll swing by later, Sean. Stay cool. Ihr kann das Zeug doch da auch einfach stehen lassen, wenn er nochmal wiederkommt. Nein. Mhm. Auch bei einem Krankenhaus nicht. Mhm. Oh mein Gott, jetzt werden wir Daniel die Schultern allen geben und allen anderen. How are you feeling today, Mr. Diaz? Beschissen. Amazing. Did you find Daniel? I want to go over this again. What? I've been telling the same fucking story for 3 weeks. How much longer? Until it makes sense. Until you get it right. So, silence isn't gonna help you now. Listen close, Sean. Tomorrow you're going to Jolena Shore and you'll be arraigned in court for the murder of a Seattle police officer. You might spend the rest of your life in prison, or you can talk to me. Like you care. You just want a promotion or whatever. Alter. Die einzige Person, die uns helfen will, weißt du? All I want is to protect and serve. That's not bullshit to me. It is to me. You don't get that. Was Daniel involved? Is that why you can't talk? No, no way. And you're absolutely sure your dad didn't go after the officer? Ja, doch, Daniel hat ihn umgebracht. Ja, im Grunde. Was wollen wir nehmen? Er wurde getötet, oder? Im Ernst? Really? Are you shitting me? That officer freaked out and shot him! In front of me and Daniel! Just guilty of being... who knows? Und die ganzen anderen Morde. Das waren wir schon. Ja, ja. Are you sure you didn't get upset and go after the officer? It happens. Jesus, no! Look at me! Wenn die halbe Straße war weggesprengt. Jump ahead. Tell me what happened in that farm in Humboldt. The place looks like a tornado wiped it out. I've told you so many times. I have no clue why the place was trashed. I passed out. Plus 3 seriously wounded, along with you. Keine Toten. And a missing child. The only statement we have is yours. Sean, throw me a bone here. Can't you see I want to help? So you haven't found my brother? We might have some leads. You can help by telling me the truth. Okay. Fuck. The robbery. Whose idea was it? His? Or yours? Huh? Finn, it was his idea to rip off Mero. Did he force you to help? Or did you go along with it? Ja klar, er hat mich bedroht mit seinem, keine Ahnung. Mit seinem großen Schwengel. Ja, genau. He lied to us. Made it seem like no big deal. I swear. Das stimmt ja, glaube ich, sogar. I didn't think anything like this was gonna happen. Das ist ja auch noch nicht nobody mal gelogen. Does, Sean. Ja. Until it's verdammt too late. Yeah,
Now I know. Your friend is learning the hard way. Welcher Freund? Bin. Ach so, ich habe auch etwas gelernt. Halten Sie mir keine Predigt, das wollte ich nicht. Bruder, halt deinen Schnauze, ey. Ja, halt dein Maul, Schlampe. Kenn deinen Platz. Don't lecture me, okay? I did exactly what I had to do to take care of my family. Es wird immer schlimmer. After what you had to go through, I get it. But that doesn't change the situation. Or let you off the hook. Oh. Thank you for your statement, Sean. Danke für nichts. By the way, we contacted your grandparents in Beaver Creek. They can visit you after you're transferred. Might be a while, but you do have a support group. I guess your grandpa can walk now after his surgery. We couldn't track down your mother, though. Sorry. Good. What about Daniel? You said you had leads. I said might. Hold on. I gotta take this call. Jetzt müsste die rangehen mit... Ja, hier ist Detective sowieso. Aha. Ach so, der Junge, ja? Okay. Tot. Und wie ist... Ach so, Wölfe. Ah ja. Und irrer Hinterwäldler in der Hütte. Ach so, und wie lange war er da gefesselt? Oh. Ja, und was ist noch passiert? Vergewaltigt auch. Okay. Oh, alles zerrissen. Ja, verstehe. Okay, alles klar, danke. Ja, ja, macht Feierabend, das ist gut, ne? Lass die Leiche da noch liegen und dann so zu Sean. Es tut mir leid, Sean. Nee, sag dir einfach so, das war nichts, keine Probleme. Ja, ansonsten alles gut, ne? Wie geht's der Familie? Okay, ja, weiß ich Bescheid, ne? Tschüss. Oh, dieses Spiel bringt wirklich das Schlimmste in mir zum... Ich kann's nur mal wieder sagen. Was hat die uns denn hier für 1000 Fotos hingelegt? Yeah. Ach. Fuck you too, big joke. At least Cassidy wasn't at Merrill's when it... Nee. Wonder what Merrill told the cops about the robbery. Nee. Sorry, Hannah. Oh, das ist die oben ohne. Nee. She lost her family for this. Hope the cops didn't mess with Penny. Den kenne ich gar nicht. Wer ist das? Prison would fuck him. Das ist nicht der Schwule? Stimmt. Der mir die Haare geschnitten hat. Oh. Können wir jetzt lauschen? Ja, Spiel voll vorbei. Oh, warte mal. Is everything okay? Oh, die redet, glaube ich, mit ihrem Kind oder sowas. Ich verstehe es tatsächlich nicht, was sie sagt. Das ist zu dumpf. Ja, ja, die hat gerade gesagt quasi, ich hab dir doch gesagt, ich bin eine Weile weg und das wird schon alles gut und ich hab dich lieb und bla bla bla. So eine Scheiße hat die da gerade geredet. Aber nicht so, wie sie das zu, wie man das zu einem Partner sagen würde, sondern eher zu einem Kind. Mhm. Ja, und was jetzt? Kann ich jetzt aufstehen? Kann ich endlich meinen Fernseher anmachen? Was soll ich denn jetzt hier sitzen? Verdammte Scheiße, lass mich doch mal in Ruhe hier mit dem Dreck. Hallo, ich hab mir das schon alles angesehen. Das ist wieder nur Zeit schinden, damit das Spiel länger dauert. Hä? Och, Leo. Können wir Daniel rufen? Hochqualitatives Produkt mal wieder. Ja, na, aber überleg doch mal, hier die Fotos angucken und jetzt mussten wir wirklich warten, bis sie fertig ist. Wir hätten doch einfach wegrennen können. Okay. So what's going on with Dean? You really have leads? Yes, we do. That's our job. The Bureau put his profile out over 4 states. So we are on the case. Sie haben mich angelogen! You lied to me. I have no leads. You have no fucking idea where my brother is. I don't lie, Sean. Doch. But you did. And your brother is paying the price. Okay, ich konnte ihn eh nicht leiden. Fuck. You. I'm done. That's my boy! Anyway. Thanks for talking to me. Verpiss die Schnalle. Und deswegen ist sie jetzt rausgegangen, zu telefonieren für die 3 Sekunden, die sie jetzt noch mit uns geredet hat. Ja, die hätte jetzt wahrscheinlich noch länger mit ihm geredet, wenn er nicht so reizend zu ihr wäre.
Aber das ist die pure Wut. Ich kann das schon verstehen bei Sean, dass wir den Bengel immer noch nicht los sind, weißt du? Look out. I have to guard the guard now. Love it. Sit down so we can get this show going. Zeigen die uns jetzt die Wunde? So. So richtig schön detailliert. Ich bin frei. Befragung, hä? Hä? Bin frei. Great. Detective Flores said I'm free to go. Ah, okay, Sarkasmus. Oh, this shit is all wrong, man. You've been out of the garden for 3 weeks now. We talk every day. I can see that you're a good person. But I'm not. I've done too many mistakes. I let everybody down. I lost Daniel. Oh Gott, nein. Oh Gott, mir fallen jetzt so viele schöne Sachen an ein, die er dem noch sagen könnte, so um zu beweisen, dass er kein guter Mensch ist, weißt du? Aber das erzähle ich dir, wenn die Aufnahme nicht läuft. And I'm going to Oh nee, ey. Bullshit. Now let's check this out. Oh ja. The healing is coming along nice. Just gotta keep it clean for the next week or so. Simple. That's great. Seen the shrink this morning? What did she say? Nothing I want to hear. This will take time and rehab, Sean. You have to process first. Ugh. I could tell myself that shit. Clearly, I'm no therapist, but I've nursed patients with your injury. They all turned their anger into energy. You will too. Plus, the glass eye tech is pretty cool now. Things change, Sean. Yeah. Stuck in jail is a big change. Can't wait. Sorry, Joey. That was you. I'm being a dickhead. Just bummed out. Was macht der? I know. I do. Desinfiziert seine Hände. Ja, aber das sah ein bisschen komisch aus. Now, as for your wound, this is the last time you hear this from me. You have to clean it with sterile gauze and saline solution. Okay, ich nehme den Putzlappen, den dreckigen von letzter Woche. Wieso dürfen wir das nicht sehen? Weil das nicht ein Spiel ab 18 ist. Das könnte Menschen verschrecken. Ich frag mich nur, warum er... Bild beim letzten Mal, wo er den Splitter im Auge hat, das könnte Leute nicht verschrecken, oder was? Das stimmt, das hast du wieder recht. Ich finde das interessant, dass er ihm das erklärt, anstatt ihm einen Spiegel hinzustellen und zu, remember, und schon wochenlang ihn das selber richtig machen zu lassen, damit er das lernt. Wisst ihr, wie ich meine? Das macht man im Krankenhaus lässt sich niemand deine eigene Wunde versorgen. Ja, nee, aber er hat ihm ja gerade gesagt, dass er das jetzt noch selber weitermachen muss. So, da könnte er ja zum letzten Mal sagen, hier, mach das mal, ich guck zu. Oh, shit. Emergency. Oh nein. I'm out. Tschüss. And no smoke break. Let's say our goodbye tomorrow. Oh, Sean, check out that towel. Got your name all over it. Zum Handtuch? Heißt das, wir sollen mal uns waschen, oder was? Bildet er sie ein? Ja, da hätte er sich den Verband gerade auch sparen können. Oh mein Gott, oder der hat uns so ein extra langes Handtuch gegeben, damit wir hier aus dem Fenster klettern können. Ba, ba, da, ba, ba, ba. Überprüfen, warte mal. What? Wow. Sein Tagebuch. I haven't seen you in a long time. Ja, das nehmen sie ihm doch gleich wieder ab. Lesen? Ach, sein Skizzenbuch ist das. Hm. Also lesen tun wir da jetzt nicht, aber wir gucken uns gerne bunte Bildchen an. I know I fucked Daniel over. Ach Quatsch. Again. Zu Recht. And now he's gone. Forever. Where would he hide out? A 10-year-old by himself? Out there? He might go back to Seattle. But too far.
Vielleicht schwebt er jetzt auch gleich draußen vorm Fenster und holt dich raus. Das wäre so lustig, wenn der Bengel noch das Schweben gelernt hätte wie in Dragon Ball. They would have definitely told me. Or the cops. Wait. What's that? Super Wolf. Huh? Does that mean? It means that Daniel's with Jacob somewhere? Wer ist denn Jacob? He's safe? I could see him again. Hä? Keine Ahnung. Okay. Ich glaube, das muss man gucken. Hier ein paar Bilder. Daniel schläft. Hatte ein paar Bier. Gott, mein Hirn. Daniel schläft das gleiche jede Nacht. Er will mehr trainieren, aber wir haben keine Zeit und müssen uns verstecken. Es ist nicht leicht. Sean. Ich habe mir eine Decke und ein paar andere Sachen aus deinem Zelt geliehen. Gib ich dir zurück, wenn du für deinen Superwolf-Comic herkommst. Er wartet auf dich. Jake. Oh, guck mal hier, Dragon Ball. Haben wir auch gerade neu gesagt, ne? Was haben wir gemalt? Was ist das denn? Scheiße, zwei Stockwerke hoch. Ich? Aki Reniel macht mir Angst? Jetzt auf der nächsten Seite, so wie Daniel den Jacob umgebracht hat, weißt du, so mit Blut hat er noch die Skizze gemacht. Ach so, ja, das haben wir ja gemacht. Ja, schön, alles gut. So. Warte mal, Daniel hat es wieder versaut, muss den Scheiß gerade biegen. Ich habe so versucht, satt wegzulaufen. Ah, verdammt, wuh. Ja, ah, verdammt, wuh. Fuck. Mhm. A fucking wuh. So, wie komme ich denn hier wieder raus? Hä? Du musst es jetzt für immer lesen. Hä? Die Nacht der Depression, schlimmste, blablabla. Ist das ein Scherz? Ich kann hier echt nicht zurück. Also nicht weg. Das hatten wir ja schon. Escape und so bringt nichts. Nee. Rechtsklick. All I gotta do is find that page with Jacob's home. Ach so. Danke für die Info. Haven Point. Ach ja. Nevada. Ach, Jacob ist der Komische, ne? Hä? Na, der Soziopath, der immer so... Ja... Ich bin jetzt hier, über den wir uns so lustig gemacht haben. I gotta get Ach so. Ja. Will ja nicht wissen, was der mit der hier alles macht. Find a way to escape. Zeigt ihm die Liebe. Oh, der will abhauen heute Nacht. So, das sehen wir aber dann erst jetzt im nächsten Part, denn wir haben schon wieder... Das ist ja wahnsinnig schade. Ja, finde ich auch. Ich weiß, dass du dich noch auf mehr gefreut hast, aber für heute ist es jetzt hier erstmal Schluss, Leo. Sehr bedauerlich, wirklich. Ja, naja, macht ja nix. Dann danke schön fürs Zuschauen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.